sind hier in der Ausstellung Kunst und Krieg. Wir zeigen ein großes Panorama von Kriegsdarstellungen im Verlauf der Jahrhunderte. Wir beginnen mit Albrecht Dürer um 1500 und endet in der Gegenwart im 21. Jahrhundert. Wir zeigen aber nicht die klassischen Schlachtengemälde oder Heroen oder Denkmäler, sondern wir zeigen die schrecklichen Zeiten des Krieges und wie die Künstler im Verlauf der Jahrhunderte damit umgegangen sind. Künstler haben lange Zeit gutes Geld damit verdient, den Krieg ihrer Herrscher darzustellen. Oft waren sie im Auftrag unterwegs und sie mussten die Könige und die Schlachten und die Siege heroisch darstellen. Es war häufig eine Propagandaarbeit, den Krieg darzustellen. Die Kunst, die wir hier zeigen, widerspricht dem aber. Wir zeigen Goyas Desastres de la Guerra, die aus eigenem Antrieb herausgeschaffen wurde, in Anbetracht der Schrecken des Krieges, den er vor sich sah. Wir zeigen Jacques Gallo, der als erster sich überhaupt mit dem Thema auseinandergesetzt hat. Und so versuchen wir, ein dezidiert anderes Bild des Krieges zu geben, nämlich ein subjektives Bild, das in der Serie, das im kleinen Format, im Privaten, im Subjektiven, die Perspektive der Opfer. Gallo und Goya waren so Ausgangspunkte, sich dem Thema anzunähern. Und da haben wir angeknüpft. Und da haben wir dann eben auch noch Albrecht Dürer, Käthe Kollwitz und Gerhard Richter mit ins Boot geholt. So ein außergewöhnliches Werk, was wir zeigen können, was bisher auch erst ein einziges Mal in den 80er Jahren im Original zu sehen war, ist die über 5 Meter lange Zeichnungsrolle, die Franz Masereel geschaffen hat. Sie ist hier in Winterthur entstanden und ist nun als Schenkung in das Museum übergegangen und wir haben sogar extra dafür eine neue Vitrine gebaut. Parallel zur Ausstellung Kunst und Krieg zeigen wir außerdem noch Checkmates, eine schöne Zusammenstellung von Miniaturbildnissen. Und wir haben da extra ein bisschen einen doppelten Kontrast gemacht. Zum einen zeigen wir dort nicht die Opfer, sondern die Herrscher. Der Kontrast liegt aber auch darin, dass wir eben nicht Herrscherporträts im großen Format, sondern als Miniatur präsentieren.